Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, ich bin gerade erst von der Schule gekommen und gleich geht's für mich mal wieder nach Ochtrup zu Dima. Aber bevor ich das mache, muss ich jetzt erstmal gleich mein Video für heute fertig schneiden. Denn ich saß wirklich gestern bis 2 Uhr nachts an meinem Schreibtisch und habe für die Mathe-Klausur gelernt. Deswegen, ja, kam ich ein wenig dazu, da mein Video zu schneiden. Ich habe heute wirklich extra mein MacBook mit in die Schule genommen, damit ich da mein Video schneiden kann. Ich habe zwischendurch in den Pausen ein bisschen angefangen. Genau, und ich fahre auch nicht einfach so zu Dima. Und dieser Müll entstand innerhalb von 2 Tagen. Ich habe ein Paket bestellt, aber ihr seht es ja auf jeden Fall schon aber im Titel. Ich habe nämlich so ein Video auf TikTok gesehen. Ich blende euch das jetzt mal ein. Leute, ihr seht es richtig. Das sind wirklich so einfach ganz normale Sneaker, die man einfach so, ja, zu Rollschuhen machen kann. Ich habe die auch schon ausgepackt, als sie angekommen sind, aber ich habe die wirklich noch gar nicht anprobiert. Also gar kein Plan, wie die funktioniert. Ich würde sagen, wir packen die mal aus. Ja, ich habe das Paket auch wirklich nur aufgemacht, um zu wissen, ob das wirklich diese Schuhe sind. Und ja, wie man sieht, sind das diese Schuhe. Oh mein Gott, ich habe so lange darauf gewartet. Ich glaube, locker einen Monat oder so. Ey, die sehen sogar echt nice aus. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das sind schon nice Schuhe. Ich würde sagen, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck bin, ziehe ich jetzt nur einen Schuh an. Jetzt bin ich richtig gespannt, wie die funktioniert. Ich hoffe, dass sie genauso aus wie in diesem TikTok. So, jetzt muss man einfach... Nein! Alter, wie geil ist das denn? Alter, das feiere ich ja mal übertrieben. Wie geil ist das denn? Das sind ja wirklich so richtige Rollschuhe. Wie geil ist das denn? Okay, warte mal. Und wie mache ich die jetzt wieder rein? Vielleicht... Hä? Scheiße. Wie macht man die wieder rein? Auf dem Video hat die das irgendwie so gemacht. Scheiße, ich krieg die nicht mal rein. Okay, ich habe jetzt gerade eben nochmal das Video angeschaut. Und ich musste jetzt auch noch eben den zweiten Schuh hier anziehen. Ja, Leute, das ist so... Scheiße. Das muss ich noch ein bisschen üben. Es soll angeblich einfach so gehen. Man muss einfach so machen. Alter, das ist ja mal so praktisch. Ich habe noch nie so geile Schuhe gesehen. Aber Leute, ich würde sagen, jetzt geht's nach Ochtrup. So Leute, ich bin jetzt wieder in Ochtrup, in Dimas Büro. Dima! Was geht ab? Ich bin wieder am Start. Hast du wieder Lust, dass ich wieder ein bisschen im Büro zu spielen? Nee, danke, danke. Hey. Hey, was soll das? Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich etwas bestellt, das ist noch im Auto. Es ist eher so etwas für mich, aber du musst mir ein bisschen dabei helfen. Für dich und ich soll dir dabei helfen? Ja. Was heißt das denn jetzt? Ich weiß nicht, aber wir holen es mal aus dem Auto. Okay, Leute, hier ist es. Ihr habt ja schon gerade gesehen, was es ist. So. So. Oha! Also, ich gebe dir einen Tipp, es ist was für die Füße. Lass mich raten. Fußringe. Was sind Fußringe? Schuhe sind das. Schuhe. Aber nicht nur irgendwelche Schuhe, nicht nur irgendwelche Schuhe. Ich habe dafür viel bezahlt und ich habe darauf sehr lange gewartet. Die kommen nämlich aus China. Okay, bin echt gespannt, dass ich... Was denn jetzt? Was denn? Crocs? Warte. Schuhe, Sneakers mit... Oh! Wie geil ist das? Warte, die kann man reindrücken. Wie geil ist das, oh, bitte? Musst du richtig draufhauen, draufhauen. Wow! Alter, crazy! Ja, Mann, richtig geil, ne? Okay, und damit werden wir jetzt so ein paar Parcours machen und ich werde mal versuchen, damit so ein paar Tricks zu machen und so. Also, yes! Aber es gibt ein Problem, ich kann nicht mal Rollschuhe fahren. Ich kann nur Eisschnittschuh-Dings fahren, aber das ist ja was ganz anderes. So, Leute, ich habe jetzt hier die Schuhe angezogen. Ich habe die ja gerade eben schon zu Hause getestet und ich habe es jetzt drauf. Man muss einfach... Oh mein Gott, warte. Jetzt! Oh mein Gott! Alter, wie geil ist das denn? Oh, oh, oh! Man sieht ja nicht wieder was. Vor allem, es gibt ja nicht mal Bremsen, ne? Ich kann nicht mal bremsen. Alter! Okay, ich hab's auf jeden Fall drauf. Wisst ihr was, Leute? Ich hab keinen Bock zu fahren. Ich würde sagen. So. 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 Ist doch schon viel besser. Vor allem das Ding ist halt, die haben nicht mehr Bremsen, ne? Alter, wie bremsen? Ich kann nicht mehr damit bremsen. Wenn ich so sage, ey, ich habe keinen Bock, dann kann ich einfach das hier machen. Oha! Ich habe doch noch nie so geile Schuhe. Okay. Mach jetzt kurz ein Wettrennen. Mach mal ein Wettrennen. 3, 2, 1, go! Yeah! Yeah!
Das wird auf jeden Fall was. Wer hat gewonnen? Richtig coole Schuhe. Kommt, Dima, wir machen noch einen zweiten Versuch. Ich sehe schon, komm, ich breche mir heute mal irgendwas. 3, 2, 1. Guck mal, das sind so ganz normale Schuhe, ne? So ganz normale Sneaker, ne? Safe nicht, da sind Rollen drin, Taschen. Ich weiß nicht, wenn man so... Holy shit, aus China. Aus China, für 100 Euro. Crazy. 100 Euro? Ja. So easy, ich hab für dich schon eine Challenge. Nein, was jetzt? Danke, Challenge. Ja. Du musst über dieses Ding drüber springen. Hey, ja klar, hä? Springen! Go! Oh! War das gut? Warte, ich will stehen. Nochmal, nochmal. Ja! Ja! Alter, noch klein! Doch nicht, ja. Alter, ich bin nicht so... Ich kann das nicht, das geht nicht! Oh. Warum haben die eigentlich keine Bremsen? Ich weiß nicht. Das wird so schief gehen, das wird so schief gehen. Okay, zehn. Nach der Rollschuhe-Season. Das war so anstrengend. Aber Leute, Dima ist ja jetzt neben mir und jetzt... Yes. Und jetzt erklären wir nochmal ganz kurz gefasst. Also ich hatte das ja schon gestern in meinem Video gesagt. Wegen dem einen Treffen da in Rheine mit dem Kino und dem Video. Genau. Und so. Jetzt fassen wir nochmal alles ganz kurz zusammen, weil ich das ja gestern schon so ausführlich vorgestern zusammengefasst habe. Dima, was meint ihr eigentlich mit der Story genau? Genau, das Video heißt Our Story. Und zwar weiß nie jemand... was Crew 10 eigentlich ist und was Crew 10 macht. Die Leute kennen mich jetzt, aber es gibt halt noch viel mehr von mir. Ja, stimmt. Also wirklich, ich hab ja gestern auch gesagt, so, also ihr kennt ja Dima schon, aber Dima hat noch eine Gruppe und die kennt halt so keiner, ne? In diesem Video, Our Story, da ist Easy übrigens auch zu sehen, haben wir halt einfach versucht zu zeigen, wer wir sind und was wir so machen. Und das machen wir alles in einem Kino. Adresse blende ich jetzt nochmal hier ein. Und genau. Uhrzeit um 19 Uhr anstatt jetzt um 20.10 Uhr. Also um 20.10 Uhr fängt das Video an, ne? Genau, da startet unser Video. Genau, und um 19 Uhr, wenn ihr dann da seid, dann können wir ja noch so lange, keine Ahnung, Fotos machen, Videos. Und dann, ich habe ja gestern erzählt, dass ihr reservieren könnt. Und dann können wir nochmal die Liste durchgehen, bla bla, dass es nicht zu voll wird wegen Corona. Nachricht an mich, ich trage euch dann in die Gästeliste. Genau, genau. Schreibt eine DM an Dima und dann tragt ihr euch ein. Genau. Und danach, also wenn ihr wollt, dann gucken wir uns noch einen Film an. Wir wissen noch nicht genau welchen Film, aber dann gucken wir uns einen Film an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann so lange bleiben. Und aber ihr könnt auch mitten im Film rausgehen, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall mega krank. Safe. Genau, das waren die Infos. Ich habe vergessen, das Ende aufzunehmen, aber ich würde sagen, Leute, wir sehen uns übermorgen wieder und peace out.